Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arma 3 Real Life RPG. Der Yugi ist auch wieder mit dabei. Genau, ich bin wieder mit dabei mit Mikey und wir machen heute erstmal Aufwärmübungen, bevor wir Naja, ich anstarten. sehe es gerade. Na, jetzt war ich auch Taekwondo. Nein, ich wollte es nicht. Das dauert immer so lange. So, erstmal warm machen hier bei dem ganzen Spiel. Ja, wir sind in der letzten Folge sind wir gestorben und wurden dann wiederbelebt, aber anscheinend wurde das nicht gespeichert, denn unsere Waffe ist weg, unser Rucksack weg, alles ist weg. Wir müssen uns jetzt erstmal neu ausrüsten. Ja, der Mikey zumindest. Ich hatte das Glück, bei mir ist der Kram, das ganze Zeug da geblieben. Tut mir leid. Ja, und was wir auf keinen Fall vergessen dürfen mitzunehmen, Ist ist etwas zu essen zu und zu essen und was trinken. zu trinken. Und dafür So. muss ich mal kurz ein bisschen Geld holen. So, wir treffen uns dann gleich wieder hier, ne? Ich fahre mal ganz kurz nach oben zum C&A, besorge mir einen Rucksack. Da kommt ein Auto. Oh, ein Aber Zaun. der darf uns hier eh nichts, weil wir hier sind noch in der Safe Zone. Oh, dann haben wir ja ganz viel Glück gehabt. Der kann uns hier eh nichts. Wenn er was macht hier, dann kann er gebannt werden. Kommt drauf an, was er macht. Ich weiß gar nicht, ob man in der Safe Zone einen ausrauben darf, aber ich glaube nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht. Sonst gibt es die Safe Zone nicht. So, und diesmal zahle ich auch wirklich ein und Nicht überweist es überweisen. nicht. So wie letzte Mal. Da hat sich wohl der Chris Cross gefreut. Ja, ach, hast die Folge jetzt auch geguckt? Nee, ich war noch mal so online und habe dann wieder überwiesen, aber an den ADAC dann. Und das war dann der Chris Cross. Ja, so war das. Hallo Kitty! Ne, warte, ich hol mir das YouTuber-Shirt. So. Bin jetzt offiziell YouTube. Du bist offiziell. YouTube! Ey, ich bin YouTube, Mann. Ich mach nicht YouTube, ich bin YouTube. Du bist vor YouTube. Ja. So, jetzt einmal zum Supermarkt. So, mal gucken. Hornbach. Das ist direkt gegenüber. Ich bring dir mal was mit, ne, was zu essen und was zu trinken. Da brauchst du hier auch nicht hochfahren. Okay, dann warte ich einfach mal vor der Haustür. Ja, und dann fahren wir zum Waffenladen und dann versuchen wir es jetzt nochmal mit Heroin. Okay. In der Hoffnung, dass es diesmal klappt. Aber wahrscheinlich werden wir dann überfallen. Nein, wir wollen überfallen. Ja, wir wollen überfallen, aber nicht überfallen werden. Genau. Du bist jetzt in einem So. Supermarkt, nicht bei Hornbach, oder? Ne, ich bin jetzt schon im Supermarkt. So ein, zwei Wasserflaschen. Das reicht, nicht zu viel mitnehmen. Oder nehme ich nochmal ein Kaninchen, zwei Kaninchenfleisch mit, das reicht. Und essen würde ich erst, wenn er dir das sagt. Also essen würde ich erst, wenn er bei 20 oder so ist. Und trinken erst würde ich auch machen bei 20. Sonst ist das eine Verschwendung. Sonst ist das nachher alles weg, oder? Ja. Gut. Dann werde ich das So, ich machen. komme jetzt zurück zum Hornbach. Oh, guck mal hier, ich komme hier entgegen. Hi, du Hi. kannst umdrehen, ich hab dir was mitgebracht. Okay. Du bist echt immer voll schnell unterwegs, hä? Ja. Ich muss ja immer noch ein bisschen langsam fahren, weil sonst fahre Warum? ich überall vor. Ach so, ich brauche eigentlich auch ein paar Reparaturkits, ne? Ja, das wäre nicht schlecht. So, ich nehme auch ein zwei Erste-Hilfe-Koffer mit, ein Nachtsichtgerät, ein Smartphone und den Rest baller ich jetzt voll mit Werkzeugkästen. Der zieht immer meine Waffe. So, vier Werkzeugkästen. Okay, ich kann mir noch mal einen Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen. Kosten der Spaß hier. Lade. Werkzeugkasten. Okay, vier Werkzeugkästen, vier STW-Kästen, ein Handy. Ach, die kosten 2500. Ja, ist voll teuer geworden. Ja, jetzt habe ich mein Handy gekauft und ich habe schon eins, na egal. Warte mal, ich gebe dir jetzt erstmal. Lol, ich habe nur ein Kaninchenfleisch gekauft, ich Idiot. So, der Yogi eine Wasserflasche geben. So, ich habe dir eine Flasche Wasser gegeben. Eine Flasche Wasser.
Ja, ich muss da mal kurz zurückfahren zum Supermarkt und noch ein Kaninchenfleisch besorgen. Ich muss eh nochmal Geld holen, weil Alter! wissen. Renn doch nicht hinter mir rum! Hallo. Abheben. Dann hebe ich nochmal ein bisschen Geld ab. So, es sind drei Ärzte da, das ist gut. Ach ja, boah, das sind jetzt so ein paar Vorbereitungen, bevor es dann nachher wirklich losgeht. Genau. So, erstmal hier einkaufen. Wir nehmen das ist eigentlich Vorgeplänkel, was andere YouTuber nicht mit aufnehmen. Ja, bei denen geht's immer direkt los, oder? Ja, wir machen das, wir nehmen das jetzt einmal mit auf. Fertig, gehört da ja mit zu, also wem es sich gefällt, der kann ja vorspulen. So, warte mal. Ich hab So, schon wieder. zwei. Und jetzt muss ich erstmal mein Auto reparieren, weil ich so dumm war und hab's kaputt gefahren. Bist du wieder irgendwo vorgeheizt? Ja, ich bin gegen die Hauswand vom Supermarkt gefahren. Oh. Naja, solange da keine Schaufensterscheibe ist, so wo man durchfährt. Mann. So. Und beim Reparieren auf die Map gucken. Dann geht's schneller, oder? Wie war das? Ja, dann geht's schneller. So, ich versuche vorsichtig zu fahren. Aber ganz ehrlich, das Reparieren, das müssen die echt ändern. Dauert zu lange, Ja. so, wie viele Werkzeugkästen habe ich jetzt? Und guck mal, es ist auch nur ein ADAC da. ADAC ist echt Mangelware. Rucksack, Wuff, Egal, Gegenstände. ich markiere mir schon mal den Waffenladen. Kannst du ja auch schon mal. Ich habe jetzt drei Werkzeugkästen. Warte mal, ich noch einen. Ja, es ist immer gut, wenn du den ganzen Rucksack voll damit ballerst. Immer noch drei. Habe ich wieder zu wenig Geld oder was? Du hast nicht Oder du genug hast Platz keinen für den. Platz. Ja, du hast keinen Platz. Na gut, dann habe ich drei Werkzeugkästen. Bin müde. Ja, obwohl ich mega lange geschlafen habe. Echt? Ich bin schon voll früh wach. Ich bin so ein Frühaufsteher, so ein typischer. Ja, in der Woche stehe ich auch früh auf, muss ich hier. Aber am Wochenende. Ich meinte, ich gehe aber auch immer spät ins Bett, immer so um 3, 4 Uhr. Ja, dann kannst du auch länger schlafen, ne? Ja. Ja, welches Visier passt auf der AK-47? Das weiß ich doch nicht. So. Ich mache hier nochmal ein paar Tests. So, das ist jetzt auch repariert. Ich bin YouTube. Lol, der Typ ist so fett, der passt da nicht durch. Erstmal So, Liegestütze machen. jetzt einmal zurück zum Hornbach und eine neue Dingens holen. Einen neuen Werkzeugkasten und dann ab zum Waffenladen. Was machst du? Ich wäre fast gegen die Mauer hier gefahren. Du bist echt voll der Kamikaze. Ja, einige Leute, die mich kennen, wissen, dass er bei mir nicht mitfährt. Nicht mitfahren sollte, Ja, nicht mitfahren sollte. so. War ja mal auf manchen altes Live-Servern. Da war ich mal als Cop. Vielleicht guckt der Typ jetzt zu. Du musst ein. Da war ich mal als Cop. Da war ich ganz neu, da habe ich erst 100 Stunden Altes auf dem Konto gehabt. Ja. Ja, und ich konnte überhaupt kein Auto fahren. Da hatte ich immer einen Typ gehabt, der hat mich dann immer hin und her gefahren. Weil ich kein Auto gefahren konnte. Hast du einen Service gehabt oder was? Ja, ich war Polizeichef und der Typ war Polizist, der war Rekrute, oder war der Rekrut? Nee, der war nicht Rekrut, den hatte ich nur in der Polizei gehabt, weil der mich immer hin und her gefahren hat. Wenn du jetzt zuguckst, ich glaube Pascal heißt er, viele Grüße, ja. Ach, keine Ahnung.
Ich fahr zum Waffenladen, ne? Okay, den muss ich mir markieren auf der Karte. Ja, dann markier ihn mal. Ich weiß nicht, wo der ist. Du bist eh schneller als ich. Ja, aber du bist gerade da gar nicht hinter mir. Ach so, und da war gerade die Aufnahme beendet. Warum? Weil ich 10 auf die Minuten. Taste. Ach Ja. so. Waffenladen, wo bist du? Garage? Supermarkt? Hui, ja Mann. Der Waffenladen, wie wird der angezeigt? Ist der gelb? Draufsteht Rot. rot. Paintball, den muss ich doch sehen. Alter, ich bin ja so blind hier. Da ist die Karte immer noch nicht gelernt. Nee, ich war zwar mal hier drauf, aber Krankenhaus, Strand, Lizenzen, Geldautomat, Hornbach. Wo ist denn der blöde Waffenladen? Der ist 2 Kilometer entfernt von Berensino. Ach so. In der Nähe bei DP11. Kokain, Waffenhändler, da. Alter. Ist ja eine Ecke weg, hä? Wie viel Kilometer? Warte mal, zeig dir doch mal. Die Anzeige ist manchmal so dünn, also so Ja, weiß, dass man die gar nicht sieht. die sieht man manchmal nicht. Ich sehe die jetzt gerade gar nicht. In welche Richtung? Ich habe es doch gerade markiert. Lol, über mir ist ein Helikopter. Okay. Aber der sieht mich nicht. Ich habe nämlich gerade mein Auto kaputt gemacht. Ah, 2,5 Kilometer zeigt er Ja, jetzt genau, an. das ist der. Der ist doch in der Nähe vom Uranhändler und so weiter, ne? Kommt gerade ein Auto entgegen. Du fährst ja mal querfeldein, ne? Ja, ich fahr mal querfeldein. Wann wäre der scheiß Helikopter nicht gekommen, hätte ich jetzt mein Auto nicht kaputt gemacht, weil ich mich im Wald versteckt hat. Warte mal, du kennst ja viel besser aus. Da kann ich lang fahren. Ja, wenn ich jetzt eine Gang eröffnen könnte, dann wüsstest du jetzt, wo ich bin. Ach ja, aber ich kann ja leider keine Gänge öffnen. Oder hast du jetzt zufälligerweise 75.000? Nö. Habe ich leider nicht. Tut mir leid. Würde sie dir gerne geben. Oder selbst eine Gang eröffnen, aber es funktioniert nicht. Ja, ich kann's ja leider nicht. Ja, ich Und weiß. ich weiß auch nicht, warum das geht hier. Wenn ich kann meine Gänge auch nicht mal mehr anklicken. Jetzt fahre ich auch mal in die falsche Richtung, ich Trottel. Es geht nicht. Das müssen die sagen, die haben das gefixt. Das ist aber überhaupt nicht gefixt. Oder muss ich da irgendwie mich dem TS von denen melden? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das mal nach der Aufnahme. Dann haben wir in der nächsten. Egal, jemand raubt die Zentralbank aus. Kleinen Überfall, ich fahre jetzt völlig die Bäume hier. Wie weit bist du noch entfernt von dem Waffenhändler? Zu weit, glaube ich. Wieso glauben? 1,7 Kilometer. Ja, ich bin da. Ich glaube, ich hätte die Straße nehmen sollen. Ja, ich bin diesmal auch Straße gefahren. Nur ein ganz kleines Stück querfeldein. Ich fahre nämlich jetzt so voll durch den bewaldeten Wald mit ganz vielen Bäumen. Bewaldeten Wald. Ja. Mit ganz So, mal vielen. sehen, was kaufe ich mir jetzt mal für eine Wumme? Von Colt habe ich jetzt. Alter, der sieht auch geil aus hier. Aber der ist auch dementsprechend teuer. Was kostet das Spaß? 45.000. Ach so, ja, dann geht's ja. Moment, wo bin ich? Ich glaube, ich fahre jetzt auf der Straße mal ein bisschen. Alter, das ist richtig teuer hier. Warte mal, wie teuer ist denn der Colt, den du auch hast?
20.000. Das hier kostet. Weil da gibt es ja keine andere Waffe, die billiger ist als 40.000. So viel Geld. 45.000, 45.000, 45.000, 45.000, 45.000, 30.000. Yeah, eine Waffe. 45.000, 45.000, 30.000, 45.000, 45.000, 90.000. 90.000. Alter, 45, 45, 54, 54, 45, 45, 45, 45.000, 45.000. Aha, Alter. Okay, ich glaube, ich hole mir jetzt, wo waren jetzt die Waffen für 30.000? Ich glaube, ich hole mir jetzt mal die Sieg P226. Die kostet 30.000 oder was? Jo. Mit drei Magazinen, das reicht. P226. So. Da bist du ja. Aussteigen, es ist ein Überfall. Los, raus da, Überfall. Nix da. Ich hab eh nix. Ich hab nur 2 Dollar. Ja, und das bringt auch was. Aussteigen, Überfall. Lol, warum springt der? Achso, wenn du sprintest und dabei Shift drückst, dann springt der. Aber das werde ich nicht machen, das ist sehr verbuggt. Da bin ich schon sehr oft bei gestorben. Also legt er sich dann aufs Maul oder was? Nee, aber wenn du in ein Haus läufst und so weiter, springst. So. So, 4 Magazine, das reicht. Hi. Moin. Warte mal, altes Schleif. Du hast mich schon wieder niedergeschlagen. Ja, ich mach dich kaputt. Alter. Und jetzt raub ich dich aus. Ey, du hast ja gar nichts dabei. Nö. 2 Dollar. Jetzt hast du kein Handy mehr. Was? Mein Handy wieder? Ja, okay. Wow, 2 Dollar. Für hier, ich hab's dir auf den Boden geschmissen. Drück mal I, drück I. Dann siehst du es leichter. Funkgerät, hä? Nein, ich hab's gerade. Ja, doch, gesehen. Das ist das Funkgerät. So, und hier hast du einen Hasenfleisch. So, ich scheiße jetzt mal auf die 18.000, die lasse ich jetzt dabei. Wie nehme ich das auf? Mit, ja, einfach genau. In dein Inventar ziehen. Ja. So, markiert er die Heroinplantage. Moment. Die ist von uns aus gesehen, wenn du den Kompass benutzt, ist die, keine Ahnung. Kokainverarbeitung. Ist die im Norden, im Norden. Du musst nördlich auf die Karte gucken und dann ganz oben, da siehst du die Heroinplantage. Ja. Dahin. Ja, im Norden. Ja, dann fahr mal langsam vor, weil... Das sind 4,8 Meter. Warte mal auf mich. Ja, okay. So, wenn du mich nicht mehr siehst, sagst du Bescheid, ne? Seh dich nicht. Jetzt seh ich dich, okay. Also wie gesagt, wenn... Achso, du weißt, mit Enter kannst du die Sichten wechseln, ne? Ja, das habe ich. Ich habe jetzt, ich sehe meinen Wagen von außen und spiele auch so. Ja, so spiele ich auch am liebsten immer. Ich habe mir gedacht, wäre nicht eigentlich einfacher, wenn wir mit einem Wagen fahren? Ja, aber dann machen wir ja weniger Geld. Ach so, ja, stimmt allerdings. Siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich. Ich fahre dir hinterher durch die Pampa.
Ich halte auch ein bisschen Abstand. Ja, die ganzen Bäume hier stehen im Weg. Ich sehe schon, du bist nicht nur ein Bandit, du bist auch ein Holzfäller. Ja, und ich mach das alles umsonst. Wie lange hält... Nein, nein, nein. Jetzt habe ich auch einen erwischt. Scheiße. Okay, pass auf, hier nicht zu schnell runterfahren, weil da hinten Hügel kommt und der ist... Obwohl, ach, YOLO! YOLO! Okay, das war nix. Wo bist du denn wieder gelandet? Ich muss jetzt erstmal reparieren. Ich sehe schon wieder. Ja, da hätte ich ein bisschen schneller fahren müssen. Und dann wärst du da hochgekommen, ne? Ja, mit 50 machst du da nichts. Oder war ich 60, keine Ahnung. So, jetzt habe ich nur noch zwei Werkzeugkästen. Da wärst du noch nicht mal die Hälfte angekommen. Ich habe, glaube ich, drei. Also ich kann dir aushelfen. Ja, also ich brauch mit Sicherheit die meisten Werkzeugkästen. Ja, du machst ja vorne weg alles kaputt und ich brauche nur hinterherfahren. Boah, die Zentralbank will ich auch gerne mal ausrauben. Gibt's da viel Geld? Aber, ja, da gibt's richtig viel. Wenn du das schaffst, die Zentralbank ausrauben, dann musst du allerdings erstmal mit einem LKW Goldbarren einladen und zum Goldankauf fahren. Goldbarren ankaufen und dann kannst du da 3 bis 4 Millionen machen. Okay. Nur das ist nicht allzu leicht, denn sobald du den Tresor knackst, sieht die Polizei das und dann kommen. Guck mal, jetzt sind 8 Cops da, dann kommen 8 Cops dahin. Und dann ist da auch nicht Party, hä? Ja, das heißt, alleine oder zu zweit machst du da nix. Dann musst du schon in einer großen Gruppe dann machen, hä? Und ja. Gut ausgerüstet sein, denke ich auch mal. Son Goku schleppt den ADAC ab, ja, auch schön. Ja, vor den HB-Leuten musst du aufpassen. Die sind gefährlich. HB? Ja, HB ist ein Clan und die sind gefährlich. Okay, die machen wohl Stress oder was? Jupp. HB, was ist das für ein Kürzel? Keine Ahnung. HB ist eine Zigarettenmarke. Ja, das weiß ich wohl. Nicht direkt in die Luft gehen, hä? So eine alte Werbung von denen. Weiß ich nicht, ich kenne die Werbung nicht. So, repariert ist fertig. Uralt. Doch, dann lass mal weitergehen. Komme ich hier hoch? Ja, Mann, der Transiter schafft das. Ja. Ist dein Auto jetzt kaputt? Deiner? Nee, deiner. Nee. Okay. Der hing da nur fest, der kann da nicht hoch. So, also ich bin da. Ja. Du kannst weiter Bäume fällen. Ach so, wenn du im Tastenfeld während der Autofahrt 1 und 3 drückst, kannst du nach hinten gucken. Ah, okay. Also da im Tastenfeld, ne? Ja, ach so, in einem rechten Tastenfeld. Ja. Ich guck aber erstmal nach vorne. Das ist, glaube ich, gesünder. Ja. Ach so, wer sich beschwert, warum ich so langsam fahre, der Yogi hat gesagt, ich soll langsam fahren. Also Beschwerden bitte an ihn. Ja. Weniger ist manchmal mehr. Dann kommen wir wenigstens halbwegs gesund da an. Fleckgrad, wow. Ich hatte gerade voll den Lag. Ja, das. Wenn dann, dann passieren die Unfälle. Mein Auto genau. Schon wieder kaputt. Ah, gibt's doch nicht. Ja. Ich glaub, du solltest zum ADAC wechseln. Guck mal, kommen wir hier zufälligerweise irgendwo mal an einen Hornbach vorbei? Ja, hier ist ein... kein Hornbach. Hm. Hier ist ein Hornbach, aber der liegt mir auf dem Weg. Nö. Wir könnten auf dem Rückweg mal beim Rebellen-Akku vorbei. Da kommen wir in Rebellen-Akku Safe-Zone.
Was kann Da man da könnten wir auch hin. einkaufen oder was? Ja, meine Rebellenlizenz kostet 75.000, aber die kaufe ich mir nicht. Oder, ach nee, die haben das ja jetzt gerne auf, glaube ich, 175.000 oder 750.000. Ach ja, auf die Map gucken beim Reparieren. Dann geht's ein bisschen fixer. Sieht ja schön aus hier, ne? So. Da. Ist echt eine riesige Map, ne? Du sagst, das ist die Ja. von DayZ, oder wie war das? Das ist die Daisy Map, ja. Da kannst du echt tagelang durch die Gegend laufen. Aber mittlerweile gibt es den DayZ Autos. Ach stimmt, ja, ich vergaß es. Mittlerweile gibt es da auch Autos. Boah, ich will mal Schildkröten farmen. Die bringen ordentlich. Warte mal, ich guck mal kurz im Marktsystem. Wie war das mit dem Marktsystem nochmal? Da gehst du einfach rauf und wenn du wissen willst, wie viel zum Beispiel Eisenbahnen bringen, dann klickst du auf Eisenbahnen und dann steht das da. Wo finde ich das? Auf Z und dann steht da irgendwo Markt. Da ist der Markt, okay. Warte mal, destilliertes Wasser, Schildkröten, Schildkröten oder Turtle Mess, Meat Mess. Das ist noch nicht mal ein Dings drinne. Man kann auch gebrautes Bier machen, interessant. Ja, so egal, bist fertig. Ja, ganz ruhig. So, warte mal, ich habe jetzt nur noch einen Werkzeugkasten. Du kriegst deine Drogen schon, ja? Wenn nicht, dann muss ich deine Karre reparieren. Und wenn gar nichts mehr geht, dann. Da haben wir ein Problem. Ja. Dann müssen wir laufen. Ja. Mir fehlt noch ein Taxiservice. Ja. Ein echter Aber wir Taxiservice. können ja denn den ADAC anrufen. Wir sind ja jetzt drei da. Die brauchen immer eine Weile, ne? Sagst du. Bis die da Ja. sind. Kommen die dann echt mit dem Auto angeheizt? So wie Ja, mit wir? dem Auto oder mit dem Helikopter? Mit den Aber ich Helis. denke mal, da wir beim Heroinfeld sind, kommen die hier mit dem Helikopter. Und ich kaufe mir auch bald einen Helikopter. Was kostet der? Boah, 1 Million, das ist richtig teuer. Aber wenn ich so weitermache, komme ich nie zu Geld. Bist du noch? Siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich noch. Ich sehe noch deinen Arsch. So ganz klein. So. Sorry, ich habe hier gerade ein paar Lags. Hast du das auch? Nee. Bei mir hakelt es ein bisschen gerade. Oh. Ich warte mal hier, ne? Ja, ich bin da. Ah, moin. Pass auf, hier sind Siloballen. Ich sehe gerade gar nichts. Ich muss so lange fahren. Bin da die Bäume runtergefahren. Ja, ich hab. So, ich bin da. Ich bin. Alter. Will immer mit 1 und 2 die Sichten wechseln wegen Euro Truck Simulator. Ach, das spielst du ja auch noch, ne? Ja, aber das Let's Play ich nicht. Zockt's einfach nur so. Ja, ich meine, ich könnte es jetzt planen, da passieren auch so manchmal die geilen Sachen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, was machst du denn da? Da fährt man eigentlich nur rum mit einem LKW und liefert Ware ab. Ach so ein Lieferservice. Ja. Das habe ich ja auch einmal gemacht, also jetzt hier in Real Life. Okay. Da habe ich ja einen Auftrag angenommen und dann habe ich das Zeugs weggebracht. Gab dann irgendwie 10.000 oder so. Pizza.de. Hast du Pizza ausgeliefert? Ja. So, okay, jetzt mal hier schnell die Taschen vollballern. Hast du schon wieder geschossen, oder was? Ja, ich bin schießwütig. Lol, der geht nicht in den Busch. Wieso?
Weiß ich doch nicht. Geh in den Busch. Geht doch. Zieht immer die Waffe, mein Kumpel. So. Ja, drück Shift und H, dann kannst du Holz und so. Windows-Taste gedrückt halten. Schade, dass es den Farmbug nicht mehr gibt. Das finde ich nicht gut. Schön verstecken. Ja. Hier waren wir schon mal, oder? Ja. So, ich habe noch 80 Essen und 70 Trinken. Ja, sieht bei mir genauso aus. Und 100 Leben und irgendwas darunter. 99 Leben und 60 Handybatterie. Ach, das ist die Handybatterie, ja, genau, habe ich auch. Da, ich habe noch 100 Leben. Du fährst ja öfters vor die Bäume, dann verliert man schon mal mehr Leben. So, jetzt habe ich auch, war das eigentlich wirklich in den letzten Folgen, dass ich die ganze Zeit das Nachtsichtgerät auf hatte und es war schon Tag und ich habe es nicht gemerkt? Ja, du hattest die ganze Zeit das Nachtsichtgerät auf und du hast es nicht gemerkt. Ne, ich hab's nicht gemerkt. Ich hab's echt nicht gemerkt. Ja, sorry. Aber mich wundert, wie du überhaupt was sehen konntest. Du, war alles Bombe. Du bist gefahren. Hat alles super funktioniert. Ja, ich muss ja den ganzen Scheiß nachher alles verarbeiten. Ich kann das leider mal nicht. Was heißt, da stand einmal Produktionsverarbeitung, war das irgendwie 90.000? Ist das dann allgemein Sachen zu verarbeiten? Nee, nur Heroin. Ach so. So, mein Inventar war voll, ich hab's gerade ausgeleert. Moment, so. Das war nochmal T, war das hier, ne? Ja. So. Alles klar. Nochmal. Ab im Busch. Ja, oh, und wie ist bei dir so? Ja, Subi. Moment. Du YouTuber. Das T-Shirt wollte ich mir auch erst nehmen. Hab's mir dann doch überlegt. Ich wusste nicht, was ich kaufen sollte. Joa, ich hab's das auch mal genommen. Das nächste Mal, wenn ich jetzt sterb und das verliere, nehme ich mal Hello Kitty T-Shirt. Boah, ja, das war auch geil. Das haben wir auch angeguckt. Das war super. Ja, ich find's schade, dass es kein Auto in Hello Kitty gibt. Das gab's also bei Altes Live, ne? Da hatte ich ja, habe ich mir einen Truck gekauft in Hello Kitty. War voll geil. Ja, fand ich auch cool. Aber hier gibt's den leider nicht. Nee. Nee. So. Sollen wir mal eine kurze Pause machen? Ich habe jetzt hier 33 Minuten. Ja, okay, dann machen wir mal einen kleinen Cut. So, wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Bis später. Ciao. Ciao.